Ja, hallo. Heute am Freitag, den 24. April. Also ich muss schon aufs Datum gucken. Ich bin irgendwie komplett raus, aber heute ist, glaube ich, Freitag, der 24. Ja, ich habe wieder einiges zu erzählen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Warte noch, bis jemand kommt. Da ist schon der Erste. Genau. Weiß ja gar nicht, ob überhaupt noch jemand kommt, wenn jetzt hier Facebook da eingreift. Müssen wir mal gucken. Ich habe hier ganz viel vorbereitet. Hallo. Hallo Sarah. Hallo Andrea. Hallo alle. So. Meine Zettel hier, dass ich alles im Blick habe. So. Hallo Randolph, hallo Irmgard, es wird voller. Ja, naja, Facebook hat heute schon ein bisschen gedroht, da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Das ist alles nicht erwünscht, so sinngemäß. So, okay, ich fange einfach mal an, das kann man ja dann auch im Video sehen, worüber ich rede. Das erste Thema, was ich hier habe, ist Schulpflicht, keine Schule für vierte Klassen in Hessen. Das ist total spannend. Das ist mal wieder juristisch für uns alle, hallo Michael, für uns alle sehr spannend, weil das, was der Hessische Verwaltungsgerichtshof da gesagt hat, das ist tatsächlich, glaube ich, auch das Problem, was wir gerade haben und was auch unsere Politiker haben und was ganz viele Menschen haben werden, ganz viele Politiker haben werden. Nämlich, wir haben die Maßnahmen, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, wir sind in diese Maßnahmen reingekommen. Wir haben im Prinzip aufgrund dieser Aussagen der WHO und vom Robert-Koch-Institut gesagt, wir haben eine Pandemie und diese Pandemie wird schwere Erkrankungen in Deutschland hervorrufen und deswegen sind die Maßnahmen getroffen worden. Jetzt ist das ja nicht so eingetreten, wie erwartet wurde, Gott sei Dank. Es gab eben diese ganzen medizinischen Notfälle nicht. Unsere Krankenhäuser sind nicht ausgelastet, die Intensivstationen sind nicht ausgelastet. Ich habe heute gehört von einer Kollegin, dass auch die Ärzte wohl erhebliche Probleme haben, auch viele Ärzte gerade um ihre Zukunft fürchten, weil einfach wenige Patienten da sind oder zu wenige Patienten. Viele Menschen trauen sich gerade nicht zum Arzt. Das heißt also, wir sind in diese Situation reingeschlittert und wir müssen jetzt irgendwie wieder rauskommen. Und wie man sieht, die Politiker tun sich sehr schwer, damit rauszukommen. Und jetzt fangen sie an, Maßnahmen zu machen. Und eine dieser Maßnahmen war, dass sie in Hessen die Regelung getroffen haben, dass ab Montag wieder die Kinder der Abschlussklassen oder die Schüler der Abschlussklassen in die Schule gehen dürfen. Und dass die Viertklässler, weil die Viertklässler auch eine Übergangsklasse sind, in die Schule gehen sollten. Dagegen haben Viertklässler geklagt und haben tatsächlich vor dem Verwaltungsgerichtshof Recht bekommen. Ich lese das kurz vor und erkläre das dann, warum das nicht ganz unwichtig ist. Der 8. Senat des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs hat dem Eilantrag überwiegend stattgegeben und zur Begründung ausgeführt, die Anordnung in Paragraph 3 Absatz 1 Nummer 2a der genannten Verordnung, die für die Schülerinnen und Schüler der vierten Jahrgangsstufe eine Präsenzschulpflicht ab dem 27. April bewirke, verstoße bei einer im Eilverfahren allein möglichen summarischen Prüfung nach dem Erkenntnisstand des Senats im Zeitpunkt seiner Entscheidung gegen höherrangiges Recht, also sehr typisch verschwurbeltes Juristendeutsch. Denn die Schülerinnen und Schüler der vierten Jahrgangsstufe würden im Vergleich zur überwiegenden Zahl der Schülerinnen und Schüler, denen aus Gründen des Infektionsschutzes der Schulbesuch bis zum 3. Mai gänzlich untersagt werde, ohne hinreichenden Grund Ungleichbehandlung und dadurch in ihrem Grundrecht aus Artikel 3 auf Gleichbehandlung verletzt, so seien mit Ausnahme der Viertklässler sämtliche Schüler, die sich keine Abschlussprüfung unterziehen müssten, von der Schulpflicht befreit und müssten sich somit keinem erhöhten Infektionsrisiko aussetzen. So, genau das ist der Punkt, dieser letzte Satz. Müssten sich somit keinem erhöhten Infektionsrisiko aussetzen. Die Gerichte nehmen jetzt die Argumentation, die ja unsere Regierungen, unsere Bundesregierung und die Landesregierungen und auch die Behörden, wenn wir jetzt nachher noch über die Demos sprechen, immer gebracht haben und gesagt haben, besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko, es ist so gefährlich. Genau das nehmen die Richter jetzt auf und sagen dem Grunde nach, na Moment, wenn ihr immer sagt, es besteht ein so hohes Infektionsrisiko, dann könnt ihr die Schüler nicht in die Schule schicken. Also aus juristischer Sicht, aus Sicht des Gerichts, absolut
konsequent. Denn das hat hier auch der Landesschulsprecher, hat auch das etwas dazu gesagt. Das ist der Landesschulsprecher Paul Harder aus Hessen, sagte, Lehrer und Schüler würden womöglich als Testobjekte missbraucht, um die Auswirkungen einer Lockerung der Corona-Regeln betrachten zu können. Und das ist genau das Ding. Er sagt, wir sind jetzt hier die Versuchskaninchen. Und das ist doch genau das, was mehr oder weniger jetzt erreicht worden ist. Wir haben die Medien, die diesen ganz furchtbaren, gefährlichen Virus angekündigt haben und gesagt haben, da werden viele, viele Menschen sterben. Wir haben ja diese Studien, der Imperial College aus England und andere. Tausende von Menschen werden sterben, Millionen von Menschen werden sterben. Dieses Virus ist ganz schlimm, es ist ganz, verbreitet sich schnell und es ist tödlich und es ist gefährlich und so weiter und so fort. Das haben die Politiker gesagt, damit haben die Politiker ja auch ihre Maßnahmen begründet. Deswegen sollen wir jetzt alle Masken tragen. So, und dann wird gesagt, ja, aber ab Montag dürfen die Viertklässler, aber nur die Viertklässler, wieder in die Schule gehen. Und jetzt sind die Richter im Prinzip in ihrer Linie sehr konsequent. Die Richter haben die ganze Zeit gesagt, nein, es droht doch ein erhöhtes Infektionsrisiko, wenn man sich trifft. Und das kann man doch den Viertklässlern nicht zumuten. Warum dürfen die Drittklässler, Zweitklässler, Erstklässler, wenn ihr also die Einschätzung macht, das ist im Prinzip die Argumentation, wenn ihr als Politiker die Einschätzung macht, dass das Infektionsrisiko so hoch ist, dass Kindergartenkinder nicht in die Kitas dürfen, dass Grundschulkinder nicht in die Grundschulen dürfen, dann könnt ihr nicht sagen, dass, also bis zur dritten Klasse, dass die Viertklässler in die Schule gehen. Das ist die Aussage des Verwaltungsgerichtshofs und die ist sehr spannend, weil damit der Verwaltungsgerichtshof nochmal deutlich gesagt hat, wenn ihr Regierung sagt, es besteht ein Infektionsrisiko, ein erhöhtes, dann müsst ihr euch auch daran halten. Das gilt natürlich dann aber auch zum Beispiel für die Arbeitnehmer in den Supermärkten, im Einzelhandel. Das gilt für alle im Prinzip, weil die Schüler hätten ja dort auch Masken tragen sollen. Und da sagt eben ja das Gericht, nee, wenn ihr einschätzt, dass das gefährlich ist und dass nicht alle hin dürfen, dann geht es eben nicht. Und das ist das, was wir ja auch schon mal zu diesem Thema Masken hatten, was mit Mitarbeitern gerade in Geschäften ist. Die werden ja demnach auch diesen Gefahren ausgesetzt. Und genau das ist diese Argumentation. Es gibt eben, entweder ihr sagt, es gibt Gefahren, dann müsst ihr euch auch dran halten. Und das würde ja letztlich bedeuten, es müsste einen absoluten Lockdown geben. Es dürfte sich niemand mehr bewegen und man dürfte sich nicht treffen. Oder aber, das ist nicht so, das ist nicht der Fall. Wir haben eigentlich diese große Infektionsgefahr nicht. Und wenn wir diese große Infektionsgefahr nicht haben, ja, dann müsste es für alle freigegeben werden. Und das ist jetzt genau die Diskussion. Ich bin gespannt, was politisch daraus gemacht wird, was da passiert. Aber spannend ist dieses Thema auf jeden Fall. Und die Politiker haben da, die Richter haben da im Prinzip in ihrer Linie sehr, sehr konsequent gearbeitet. Ne? Also entweder es gibt eine Infektionsgefahr, dann muss es aber auch gelten. Oder es gibt keine Infektionsgefahr, dann darf es aber auch nicht gelten. Ne? Also das ist genau ja die juristische Herangehensweise. So, das nächste Thema ist Standklagen zur Maskenpflicht. So, wir haben das ist so viel, was bei uns eingekommen ist. Wir haben das jetzt alles gesammelt, wir haben ganz viele Informationen von euch gekriegt, die haben wir auch gesammelt, die haben wir aufgelistet. Ganz, ganz viele sehr, sehr gute Argumente gegen Masken, gegen Maskenpflicht, gegen das Tragen von Masken. Da habe ich ja gestern auch schon mal was vorgelesen von dem Gesundheitsamt aus Stuttgart. Das heißt also, wir bereiten das morgen vor. Das heißt, alle, die uns angeschrieben haben, werden auch bearbeitet. Morgen wird jeder eine E-Mail bekommen. Wir werden dann die Vollmachten abfragen, die Rechtsschutzversicherungen abfragen, soweit wir das machen. Da haben wir gerade ein ganz großes Problem. Ich glaube, dass die Rechtsschutzversicherungen gerade auch Probleme haben, dass sich zu viele Menschen melden. Und die Rechtsschutzversicherungen arbeiten gerade sehr, sehr langsam. Und bei manchen geht es, da kriegen wir die Deckungszusage relativ schnell. Bei manchen dauert es eben länger. Also es kann durchaus sein, dass die Rechtsschutzversicherungen jetzt auch vermehrt tatsächlich auf ihre Kostensituation gucken und sagen, zahlen wir das noch oder zahlen wir das nicht? Also auch da gibt es eben erhebliche Probleme. Das heißt also, aber morgen werde ich dann auch das Ergebnis hier vorstellen, weil wir morgen den ganzen Tag daran arbeiten, nur an diesem Thema Maskenpflicht. Wir machen also morgen komplett die ganzen Klagen fertig, weil das unterschiedliche Klagen sind. Es ist ja in jedem Bundesland anders. Jedes Bundesland hat andere Regelungen. Jedes Bundesland hat andere Verantwortliche. Das heißt, das werden wir alles genau überprüfen. Das ist mir heute auch aufgefallen. Ich habe heute eine Sache für einen Nagelschuh
Studio in Baden-Württemberg angefangen. Und da ist es schon schwierig gewesen, überhaupt herauszufinden, wer da zuständig ist, weil das so kompliziert geregelt ist, wer denn jetzt eigentlich derjenige ist, der hier eine Ausnahmegenehmigung regeln muss oder nicht. Also genau das ist eben auch schwierig und da müssen wir halt dran arbeiten. Wir sind aber mittlerweile ein ganz gutes Team und wir arbeiten als Team daran. Jetzt einen Rechtsschutz abzuschließen, hatte ich glaube ich auch gestern schon gesagt, bringt nichts, jedenfalls nicht für die Fälle, die jetzt anliegen, weil die halt drei Monate Karenzzeit haben. Das heißt also, was jetzt ist, da frühestens in 3 Monaten darf man da dann in den Rechtsschutzfall kommen. So, genau, wer sich noch wegen der Masken melden will, kann das gerne machen an info@klagepaten.eu. Das bauen wir relativ standardisiert auf. Es sind im Prinzip immer die gleichen Fragen. Wir müssen es nur für die jeweiligen Bundesländer sauber hinschreiben. So, das nächste Thema ist das, was wir Juristen auch kennen. Also wenn hier Juristen zuhören, vor allen Dingen auch Verwaltungsrechtler, was wir eben dem Grunde nach kennen, ist, dass ein Gericht irgendeine Erlaubnis erteilt oder ein Gericht irgendetwas quasi wieder freier macht, wie jetzt bei uns das Bundesverfassungsgericht das gesagt hat, wir dürfen wieder demonstrieren, also Demonstrationsrecht ist zulässig oder beziehungsweise Versammlungsrecht darf nicht komplett verboten werden, sondern es muss eben im Zweifel unter Auflagen eingeschränkt werden. Was jetzt passiert, ist, dass die Versammlungsbehörden sich jetzt ganz, ganz viele Dinge überlegen, um das Versammlungsrecht an dieser Stelle wieder einzuschränken. Und das machen sie über Auflagen. Ich will das nur mal sagen, ich habe heute bekommen so einen Auflagenbescheid aus Offenburg, wie man sieht. Also da ist morgen eine Demo statt. Hier sieht man allerdings, na, guck mal, das sind nur 3 Seiten. Dann habe ich einen Auflagenbescheid bekommen aus Leipzig. Leipzig gibt sich mehr Mühe. Leipzig schreibt hier 14 Seiten. 14 Seiten Auflagenbescheid. Ja, so ist das. Ich will aber dazu sagen, welche Auflagen es gibt, die eben dann aus meiner Sicht sehr problematisch sind und wo wir dann, wenn ihr jetzt auch Versammlungen anmeldet, Demos macht, wo wir dann möglicherweise gegen vorgehen müssen, wo ihr einen Anwalt sucht oder es über uns versucht. Also wir sind, wie gesagt, relativ voll. Wir versuchen das, wir verteilen das auch, aber wenn, ist das auf jeden Fall schwierig. Also hier in Offenburg ist für den 25.04. um 15.30 Uhr eine Kundgebung angemeldet, Teilnehmerzahl 20 bis 30 Personen, es geht um das Grundgesetz. So, und die Beschränkungen, die jetzt hier gemacht werden, ist, die ich eben nicht nachvollziehen kann. Also erstmal, der Versammlungsleiter hat bei Gesprächen mit der Polizei eine Mund- und Nasenschutzmaske zu tragen. Nicht eine Mund-Nasen-Bedeckung, sondern eine Mund- und Nasenschutzmaske. Ist sicherlich nicht zulässig, ist ja härter als die Verordnung. So, dann was jetzt häufiger kommt, ist diese Situation. Die Versammlungsteilnehmer haben sich vor der Versammlung auf einer Liste, die durch den Versammlungsleiter ausgelegt wird, mit Vor-, Nachname und Anschrift zum Zweck einer eventuell erforderlichen Kontaktperson Nachverfolgung einzutragen. Das heißt also, wer jetzt seine Meinung kundtut, der soll in Zukunft auch noch seinen Namen dort hinterlegen. Also das heißt, es soll quasi der Name hinterlegt werden, wer auf einer Demo war. Das soll natürlich nur beim Versammlungsleiter sein und der soll es mit nach Hause nehmen. Aber wenn dann jemand krank würde, dann würde das Gesundheitsamt kommen und prüfen. Was man ja aber nicht weiß, ob dann nicht möglicherweise diese Liste auch aus anderen Gründen abgefragt wird. Also diese Listen, da habe ich ganz, ganz große Bauchschmerzen mit, dass man nicht mehr quasi anonym auf eine Versammlung gehen darf und sich auf einer Versammlung auch anonym äußern darf. Da würde ich immer raten, dagegen vorzugehen. So, der nächste Punkt, das ist jetzt diese Versammlung in Leipzig. Die Leipziger, die sind da noch konsequenter, die sind es offensichtlich noch gewöhnt, wie man Versammlungen abwirkt. Die sagen nämlich, so, also die Veranstaltung, es wäre zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Angemeldet ist eine Versammlung, die heißt Motto Tanzdemo, Tanz der Freiheit für das Leben. Also ein schönes Motto, sehr offenes Motto, man will eine Tanzdemo anmelden. So. Nummer 2 der Auflagen sagt, auf dem Versammlungsgelände ist die Ausübung von sportlicher Aktivität inklusive Tanzen untersagt. Also, auf dem Versammlungsgelände ist die Ausübung von sportlicher Aktivität inklusive Tanzen untersagt. Angemeldet ist eine Tanzdemo, Tanz der Freiheit für das Leben.
Ne? So, dann das nächste ist auch eine ganz, 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 ganz heftige Nummer, finde ich. Die Teilnehmerzahl wird generell unabhängig von einem etwaigen Abgang in der Summe auf 50 Personen begrenzt. Das heißt, aus meiner Sicht wird hier dazu gesagt, es dürfen nur 50 Personen insgesamt an dieser gesamten Veranstaltung teilnehmen. Und wenn es mehr sind, müsste sie beendet werden. Dann geht es weiter. Zwischen den einzelnen Teilnehmern sowie zu Personen außerhalb der Versammlung ist ein Mindestabstand von mindestens 2 Metern einzuhalten. Das heißt, wir haben nicht den 1 Meter Abstand, 1,50 Meter Abstand, der die Verordnung sagt, sondern ein 2 Meter Abstand. Und jetzt kommt der nächste, das ist wirklich ein Hammer. Durch die Teilnehmer ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das heißt, jeder Teilnehmer an dieser Nummer hat eben an dieser Demo soll eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. So, dann das Verteilen und oder Auslegen von Flyern oder anderen Austausch von Informationsmaterial ist untersagt. Das heißt, man darf also auch nichts austeilen. Die Kundgebungsmittel darf man nur selbst verwenden und diese müssen vorher desinfiziert werden. Von allen Teilnehmern sind vor Beginn der Versammlung die Kontaktdaten, Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer. Hier kommt jetzt sogar noch die Telefonnummer dazu. Die Telefonnummer mitgeteilt werden und alle Teilnehmer sind mittels Beschilderung über die einzuhaltenden Hygienemaßnahmen vor Beginn der Veranstaltung zu belehren. Zusätzlich hat die Belehrung unmittelbar bei Beginn der Versammlung mündlich zu erfolgen. Das heißt also, wir müssen noch Schilder bauen, die sie dann dorthin stellen, um zu sagen, was sind das alles für Regelungen. Das ist eben das, was hier in Leipzig ist. Aber es findet ja auf einer Wiese statt. Punkt 8 sagt dann: Bei sämtlichen Aufbauten ist darauf zu achten, dass die Aufstandsfläche nicht beschädigt wird, das Einschlagen von Stahlnägeln oder Spießen in die öffentliche Verkehrsfläche sowie das Herausnehmen von Pflasterstein, Granitplitten und so weiter ist generell verboten. Das heißt also, wir sollen Schilder aufstellen, wir dürfen diese Schilder, aber zum Beispiel darf man nicht in den Rasen reinstecken mit einem Stock oder sowas. Wenn man das macht, macht man ja die Rasenfläche kaputt. Das heißt also, die ganze Nummer ist relativ heftig. Ich halte das für absolut rechtswidrig. Der Anmelder, der das hier gemacht hat, was auch vernünftig ist, geht einen anderen Weg. Der meldet nächste Woche wieder eine Demo an und versucht eben da Schritt für Schritt Wege zu finden. Ich habe ihm aber angeboten, dass wir nächste Woche auch möglicherweise mal vor Gericht gehen können, weil das geht gar nicht. Das ist genau das, was passiert. Das Bundesverfassungsgericht sagt im Grunde nach, wir dürfen demonstrieren und die Behörden schränken das dann so ein, dass im Prinzip es keine Demo ist. Ne? Also das ist das, was ich schon mal gesagt habe. Irgendwann sagen sie, ab 22 Uhr ist es erlaubt, aber ohne Licht irgendwo draußen. Kein Mensch darf dazukommen. Es muss alles abgesperrt sein. Man darf nichts sagen und soll Gesichtsmasken tragen oder sowas. Ne? Also das ist ja dann keine Demo mehr. Also sie darf ja nicht in ihrem Kern ausgehöhlt werden. Ich habe hier noch einen Zettel, den wollte ich noch mal in die Kamera halten und auch was dazu sagen. Finde ich auch relativ furchtbar. Ich weiß nicht, wer das schon gesehen hat. Das ist hier von RTL aufgelistet. Die Maskenpflicht für Kinder. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bundesländern ab 6 Jahren. In 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bundesländern keine Maskenpflicht für Kinder. Im Saarland ab 11 Jahre. In Hamburg ab 3 Jahre und in Sachsen-Anhalt, wo ich früher mal gewohnt habe, ab 2 Jahre. Das heißt, zweijährige Kinder sollen dort eine Maskenpflicht haben. Puh, meine Rolle ist ja eher hier zu beruhigen und zu sagen, wir kriegen das alles hin. Das hier ist natürlich heftig. Also das finde ich heftig. Also da gibt es ja auch eine Menge Gutachten, die sagen, das geht gar nicht mit den Kindern. Und ich meine, dass Kinder überhaupt Masken tragen sollen, also Mund-Nasen-Bedeckung. Das ist ja furchtbar. Das sagen ja auch viele. Das ist für die Kinder nicht gut. Das ist nicht sinnvoll. Ich habe jetzt heute auch gerade gelesen, dass es eine Studie in Island ja gibt. Und in Island sind von den unter 10-Jährigen fast keine Kinder infiziert gewesen in dieser stichprobenartigen Probe, die da gemacht wurde. Also das heißt, die Kinder waren gar nicht infiziert. Das ist also was hier jetzt gerade passiert. Die sagen, letztlich ist uns ja angekündigt worden, es gibt Erleichterungen eines Lockdowns. Und das ist das Gegenteil einer Erleichterung. Und gerade die Kinder. Ich werde morgen noch mal was Konkreteres dazu sagen, weil ich werde ja, weil ich mich mit den Maskenverfahren beschäftige, werde ich in die Verordnungen reingucken. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das zwar drin steht, dass es aber keine Bewandtnis hat, weil ja Kinder selber nicht haftbar sind.
für das, was sie tun. Das heißt, eine Strafbarkeit von Kindern wäre ja sowieso erst ab 14 gegeben. Das heißt also, hier diese Pflicht an die Kinder, das müssen wir mal gucken, wie diese Pflicht sich überhaupt hier zeigt. Wenn es natürlich wieder so ist, dass die Einzelhandelsgeschäfte und Supermärkte da aufpassen sollen und die Kinder da nicht reinlassen, wäre das möglicherweise auch ein ganz guter Punkt, weil man dann sagen kann, dann können wir ja nicht einkaufen, dann kriegen wir die Gerichte vielleicht, also möglicherweise mit dieser Maskenpflicht für die Kinder kriegen wir die Gerichte tatsächlich auf unsere Seite. Also wie man einem zweijährigen Kind nun eine Maske aufhalten sollte, ist mir nicht erklärlich. Es ist mir auch nicht erklärlich, warum Kinder das machen sollen. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Und das ist alles wirklich, also das finde ich auch schlimm. Und ich finde, es beginnt auch, da sind Grenzen jetzt einfach. Es sind einfach Grenzen. Wir müssen dann eben mit Berlin, Brandenburg, Bremen, Rheinland-Pfalz und Sachsen argumentieren, die eben zumindest für die Kinder diese Maskenpflicht nicht haben. Was ich hier eben überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum das hier passiert ist. So, jetzt bin ich heute angeschrieben worden von dem Faktenchecker von Facebook, der mir sagte, war eine ganz komische Meldung, der mir so sinngemäß sagte, dass die Seite, dass auf der Seite irgendwelche Beiträge wären, die vom Faktenchecker gescheckt worden sind. Und diese Beiträge sind teilweise richtig, aber auch teilweise falsch. Ich weiß nicht, was sie damit meinen. Ich weiß auch nicht, was der Faktenchecker da checkt. Der hat im Prinzip wurde dort in diesem, was sie als falsch angegeben haben, die Kurve, die Reproduktionszahlkurve des Robert-Koch-Institutes angegeben und wurde darunter geschrieben, die Reproduktionszahl ist doch unter 1 und damit ist doch alles eingehalten, was die Kanzlerin gesagt hat und damit müsste der Lockdown doch eigentlich beendet werden. Und dann hat dieser Faktenchecker gesagt, nicht mal einen ganzen Satz, sondern das war so ein halber Satz, der sagte, auf die Reproduktionszahl komme es nicht an, weil, und dann ging es nicht weiter. So, ich konnte das auch nicht rausfinden, was da war, aber auf jeden Fall heißt das, dass auch diese Gruppe derzeit offensichtlich beobachtet wird und möglicherweise auch hier Probleme entstehen können, sodass Facebook da irgendetwas als Fake News oder als nicht faktenbasiert gestrichen wird oder irgendwas anderes. Ich würde mich ja freuen, wenn die Faktenchecker mal auf der Seite des Robert-Koch-Instituts tätig werden würden, weil da werden ja die Zahlen ständig verändert und ständig neue Rechenwege und so weiter begeben. Hallo Lorenzo. Das heißt also, diese Sachen sind ja auch nicht richtig. Also was ist denn jetzt ein Fakt? Ich meine, alle sagen im Prinzip, wir wissen nichts über die Zahlen und die WHO hatte irgendwie ja gesagt, mal, es wäre 3,4 die Reproduktionszahl. Mittlerweile ist sie ja unter 1. Also auch das, was sind denn Fakten und wer hat recht? Das müssen wir sehen. Also wir werden das beobachten mit den Faktencheckern. Mich hat auch schon jemand angeschrieben, der Markus, der hat gesagt, es gibt eine gute Möglichkeit, dass wir dieses Video möglicherweise dann auch über andere Kanäle verbreiten können. Wir gucken uns das mal an. Das ist eben das, was wir auf jeden Fall machen werden. Ja, stimmt, ich hatte noch Fragen, die wollte ich noch beantworten. So. Und zwar hat jemand gefragt, dürfen wir Spaziergänge oder Meditation machen, ohne dass uns das verboten werden kann? Also meine Rechtsauffassung dazu ist, ihr müsst natürlich immer in eure eigenen Verordnungen gucken. Meine Rechtsauffassung dazu ist, dass ihr natürlich Spaziergänge machen dürft, wenn ihr den Sicherheitsabstand einhaltet. Ich würde da an eurer Stelle auch immer mit der zuständigen Behörde, mit der Polizei, wenn die kommen, diskutieren. Im Zweifel immer sagen, sage ich auch immer wieder hier häufiger, holt euch bitte einen Bescheid, lasst euch einen Bescheid geben. Es wurde gefragt, ob man Meditation machen kann. Ich wüsste jetzt auch nicht, also zumindest hier in Sachsen zum Beispiel ist ja dieses Rausgehen aus triftigem Grund aufgehoben. Das heißt also, in Sachsen darf jeder rausgehen, deswegen meine ich, guckt in eure Verordnung. Wer rausgehen darf, darf auch draußen meditieren. Und wenn sich da, sage ich mal, 50 Menschen zum Meditieren treffen und die alle den Abstand einhalten, darf da eigentlich nichts dagegen sprechen. Und dann kann man das auch machen. Das Gleiche gilt eben für Spaziergänge. Und nur weil man eben ein Grundgesetz in der Hand hält, darf der Spaziergang auch nicht aufgehalten werden. Jetzt fragte noch jemand anders,
private Einzelmusikunterricht ist der erlaubt. Hier in Sachsen habe ich von einer Behörde, von einer Nutzerin, habe ich eine Mail bekommen, wo die Behörde das explizit erlaubt hat, die gesagt hat, ja, es ist ja jetzt erlaubt, dass man sich mit einer Person außerhalb des Haushalts trifft. Und wenn man die Sicherheitsabstände einhält, ist da auch nichts gegen einzuwenden. Das heißt also, privater Einzelmusikunterricht sollte jedenfalls in allen Bundesländern, wo nach den Verordnungen es erlaubt ist, dass man sich mit einer Person außerhalb des eigenen Haushalts trifft, auch möglich sein. Das muss man auch nicht anmelden. Das findet ja auch irgendwo meistens im Innenraum statt. Das heißt also, das ist kein Problem, das zu machen, wenn es die Verordnung denn hergibt. Also ihr müsst immer nur gucken, dürfen wir hier in diesem Bundesland uns treffen mit jemandem, der nicht in unserem Haushalt lebt. Und wenn das erlaubt ist, ist es überhaupt kein Problem, dann kann man eben diesen privaten Einzelunterricht machen. Das gilt auch für andere Sachen. Das ist ja das, was ich euch regelmäßig sage. Guckt in die Verordnungen rein, nehmt die Möglichkeiten, die dort sind. Genau, der Matthias sagt, man kann auch angeln gehen. Genau, überall da, wo man im Prinzip rausgehen kann. Und das ist ja auch das, was ich schon mal gesagt habe, was dieses Sondervotum vom Verfassungsgericht in Berlin gesagt hat. Triftiger Grund oder so etwas ist ja nicht klar. Also möglicherweise, wenn ihr jetzt mutig seid und es gibt, ihr habt, bei euch steht noch in der Verordnung drin, dass ihr nur mit einem triftigen Grund euch treffen dürft oder sowas. Einzelmusikunterricht wäre ja ein triftiger Grund, nämlich Musik, Kunst, Kunstfreiheit ist ja immer ein triftiger Grund. Also genau das, was diese Richter vom Verfassungsgerichtshof Berlin gesagt haben. Es ist doch nicht klar, was ein triftiger Grund ist und was für mich ein triftiger Grund ist. Das kann ich auch erstmal für mich in Anspruch nehmen. Und deswegen würde ich das halt auch immer machen. Das heißt also, diese Dinge, die möglich sind, dann macht die auch und versucht das. Und wenn ihr dann ein Bußgeld oder ein Ordnungsgeld bekommt oder die sogar sagen, wir ermitteln jetzt strafrechtlich gegen euch, meldet euch bitte. Ich hatte gestern die Adresse eines Anwalts gesagt, meldet euch bitte. Und ihr seht ja auch, dass die Polizei, das ist ja das Bild, was ich hier gemacht habe, oder einzelne Polizisten, auch dass die Sachen nicht mehr verstehen, dass von vielen jetzt das kommt, weil viele Polizisten, also die ich jetzt auch getroffen habe, haben auch selber keine Mund-Nasen-Bedeckung. Das heißt also, die verstehen häufig möglicherweise auch nicht mehr, was da eigentlich für Regeln sind. Die Angela sagt gerade, dann kann ich ja meinen Klavierschüler wieder unterrichten. Kommt darauf an, aus welchem Bundesland du bist. Du musst einfach gucken, wenn du jemand außerhalb deines Haushalts dich mit dem treffen kannst, darfst du das. Ist in der Verordnung geregelt. Kann es auch keine Probleme geben. Also immer diese Sachen sich genau angucken, in die Verordnung reingucken, was ist mir eigentlich verboten, mit wem darf ich mich eigentlich treffen, und dann muss man diese Sachen halt ausnutzen. Das wird jetzt immer mehr passieren. Im Prinzip ist es ja exakt das, was das Gericht jetzt hier in Hessen entschieden hat, das ist das, was das Gericht in Hamburg entschieden hat. Das sind im Prinzip genau diese Dinge, die jetzt passieren, dass man eben nicht sagen kann, Erst- bis Drittklässler dürfen nicht in die Schule, Viertklässler sollen, aber geht nicht. Gleichheitsgrundsatz. Bis 800 Quadratmeter darf ich aufhaben, über 800 Quadratmeter nicht. Ist noch streitig, aber aus meiner Sicht würde ich auch immer sagen, geht nicht, weil wo soll der Grund sein? Warum soll nicht jemand, der 900 Quadratmeter hat, genauso die Infektionsschutzregeln einhalten können, wie jemand, der 800 Quadratmeter hat? Ist ja Blödsinn, ne? Und wie gesagt, mit den Masken sind wir dran, werde ich morgen auch noch etwas mehr dazu sagen. Jetzt wird hier ganz, ganz viel zur Partei gefragt. Wir haben auch demnächst ein Treffen mit allen quasi, die jetzt Gründer sind, die so in dem, sage ich mal, in dem Organisationszirkel drin sind, dass wir das jetzt aufbauen können. Wir werden immer besser. Wir haben jetzt eine ganz gute Software. Das heißt, es müssten jetzt eigentlich alle auch Post bekommen haben. Wir werden jetzt auch mehr informieren und werden jetzt auch anfangen, politisch aktiver zu werden. Wir mussten uns ja aber erstmal finden und organisieren. Das dauerte halt einen kleinen Moment. Ist jetzt aber geregelt und das gibt es zu machen. Genau, die Margit fragt gerade, wo gibt es die Verordnung? Ich verlinke nochmal eine Seite, wo man alle Verordnungen findet. Ansonsten einfach bei Google gucken, Google eingeben, Corona-Verordnung Baden-Württemberg, Corona-Verordnung Sachsen oder was auch immer. Das findet ihr dann. Da müsst ihr einfach reingucken. Da ist immer eine Regelung zu Ansammlungen oder Versammlungen und so weiter. Und das heißt, ihr müsst da genau reingucken und da steht dann irgendwas drin. Und da müsst ihr euch eure Freiheiten nehmen. Und wie gesagt, im Zweifel schreibt über info@klagepaten.eu. Da kommen ja relativ viele E-Mails. Wir beantworten die jetzt auch alle relativ zeitnah. Also es ist fast alles beantwortet.
Und wir machen das auch weiterhin und da geben wir euch auch Tipps. Also viele fragen einfach nur nach, was kann ich da machen, was kann ich da machen. Und da geben wir euch auch immer Tipps, was ihr machen könnt. Und wir sind da auch ganz gut im Gespräch. Und bei denen, wo wir in eine Klage müssen, da gehen wir in die Klagen. Die, die jetzt hier sagen von dem Verein, dass sie noch keine Post gekriegt haben, das passiert, das geht alles. Es sind über 18.000 Mitglieder schon. Und wie gesagt, die Verwaltung ist heute erst quasi eingerichtet worden. Ihr werdet alle Post bekommen. Ich glaube, also ich habe heute Post bekommen. Also an mich ist heute was rausgegangen als Mitglied. Müsst ihr mal gucken, vielleicht ist es ja mittlerweile passiert. Hier fragt noch jemand zu der Spendenseite von Klagepaten. Das ist auch nicht der Fall. Wir sind ja gesperrt worden und wir werden da wahrscheinlich auch nicht wieder freigegeben, weil die sagen, dass wir eben nicht ohne uns kooperieren. Wir werden jetzt eine andere Plattform finden und werden dann mitteilen, wo dahin gespendet werden kann. Ja. Okay, ich wünsche euch einen schönen Freitagabend noch. Morgen werde ich auch wiederkommen, eben mit den Masken, mit den Ergebnissen der ganzen juristischen Prüfung, die ich da gemacht habe. Und dann schauen wir mal, was da machbar ist. Und wir werden dann, denke ich, am Sonntagabend die ganzen Verfahren alle rausschicken, dass die Gerichte wirklich viele Verfahren haben und dass sie sich dann damit auch befassen müssen. Bis dann. Ciao.